Hallo Leute, so, jetzt sind wir hier drin im Spiel. Wir wollen diesen Bahnhof dreigleisig machen und dann dieses Gleis zweigleisig auch noch ausbauen. Wahrscheinlich muss das alles verrutschen und wir müssen mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, jetzt ist nur die Frage, warte mal, wir brauchen einen Bahnhof, der dreigleisig ist. Den können wir ja wahrscheinlich schon mal hier. Das ist ein Güterbahnhof. Der kriegt drei Gleise. Und der muss gedreht werden. Und der kommt dann so dahin. Der würde schon mal da knapp hingehen, oder? Kann man leider nirgendwo hier testen, ne? Okay, dann ja, kommt mir so vor, als ob das Gleis da schon mal zu nah ist, ne? Das bedeutet, nee, das machen wir nicht. Das machen wir. Wir müssten schon gleich zusehen, dass wir dann da weiter rüberkommen. Wann klappt's denn jetzt? Auch noch nicht. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt hat's geklappt. Gut, das bedeutet, das geht schon mal. Reißt das schon mal weg. Und reißt das schon mal weg. Dann können die da durchfahren. Ja. So, jetzt ist die Frage. Na, jetzt kommt gerade einer. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir das abreißen, ohne dass da irgendwie ein Problem entsteht, oder? Lass mal gerade einmal schneller laufen. Ah, da steht schon der zweite hinter. Dann lass mal noch schneller laufen. Der ist schon mal raus. So, der ist auch raus. Und jetzt halten wir mal gerade an. Jetzt will ich mal gucken, kann man während des Anhaltens bauen? Ich weiß es nicht. Ah, wir müssen erstmal gerade das entfernen. Ja, und das entfernen wir auch mal gerade. So, und ich hoffe, dass wir mit den Stationen jetzt arbeiten können. Drei sind richtig und wir wollen ihn auf 90 verlängern, wenn es geht. Und passt natürlich nicht hin, ist klar. Okay, das bedeutet wieder auf Gleise zurück. Und wir müssen hier abreißen. Gut, nicht schlimm. Und wieder auf den Bahnhof zu. Dreier haben wir. Wir rekrutieren ihn und können ihn jetzt so hier hinbauen. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ah, Tante Mimi hatte geschrieben, ne, dass ich dieses Tool benutzen kann, um das alles plan zu machen dann, ne? Ja, das müssen wir dann auch noch gucken, ne? Okay, ich glaube, wir machen das hier nochmal weg. Und dann müssen wir schauen, wie wir diese Gleise in Zweier kriegen, ne? Okay. Das. So, ach, das sieht ja ganz gut aus. Also den ziehe ich jetzt mal einfach durch. Und dann müssten wir schauen, dass wir dieses Gleis dort drüber bekommen. Das sieht erstmal gut aus. Und dieses Gleis geht nicht sofort wieder dahin. Ja, jetzt fängt es an, schwierig zu werden hier.
Mach das wieder weg. Mach den nochmal weg. Zieh das Gleis erstmal durch. Dann zieh das Gleis von da nach da rüber. Das geht aber nicht. Ah, das wird schwer. Das bedeutet, das weg. Den nochmal reingeholt. Der geht dahin. Der kann schon mal weg. Das funktioniert da sowieso noch nicht. Wo ist denn das Bodentool? Aha. Okay. Sieht erstmal so aus, dass das gar nicht so verkehrt ist, was hier passiert. Und bis auf den jetzt gerade, ne? Gut, Gleis geht weiter geradeaus. Und dieses Gleis muss jetzt darüber. Während dieses Gleis darüber muss. Das funktioniert aber nicht. Der Zug muss da weg. Ja, ich weiß, dass du gerade keine Dingens hast. Das bedeutet, wir reißen dieses Stück nochmal ab, machen das Bodentool nochmal neu. Na super, das hat gut geklappt. Kriegen wir das hin? Ja. Nochmal dieses Gleis. So, kriegen wir das jetzt hin. Sieht erstmal gut aus, oder? So, das geht. Und jetzt müssten wir mal schauen, dass wir das auch noch andersrum hinkriegen, oder? So rum mag er aber nicht. Also die können alle nach da fahren. Aber niemand kann nach da fahren, oder was? Aber muss ja auch niemand nach da fahren. Die müssen ja nur hier hinfahren. Ja. So, der kann darüber fahren, der kann darüber fahren, der kann geradeaus fahren, der kann nach links fahren, geradeaus fahren, nach rechts fahren. Das sieht erstmal gut aus. Jetzt lassen wir gerade nur hier vorne nochmal schauen, das Ende nochmal wegmachen und dann nochmal was absenken. Vielleicht reicht das, um das Gleis dahin zu bauen und dass das verbunden wird hier jetzt. So, das sieht doch erstmal schick aus, oder? So. So, das geht schon mal. Hier geht nur so rum. Hier geht auch nur so rum. So, hier. Ah, ne, das muss ja zweigleisig sein. Hier ist so rum. Da ist so rum. Da haben wir das schon mal ein bisschen unterteilt, ne? Wenn ich jetzt laufen lasse, fährt der dann weiter hier? Ja, er fährt weiter, gut. Das war jetzt ein bisschen zu schnell, aber es klappt erstmal. Und das ist Melrich statt 5 geworden, das ist sehr gut. Sieht so aus, als ob ich den Bahnhof schon mal umbauen konnte. Ach so, da hinten steht natürlich jetzt noch einer, ne? So, das bedeutet, wir müssen hier noch was reparieren, leider. Gut,
Und dann gibt es hier Signal nach da und da ein Signal nach da. Und da gibt es ein Signal nach da und der fährt jetzt erstmal nach da gerade, damit der weg ist. Aber danach, wenn der weg ist, bauen wir hier neu. Na. Gut, das hat geklappt. Das weg. Das Signal kann eigentlich nicht weg, sondern diese Strecke kann weg. Dann kann auch das Signal weg. Läuft erstmal, oder? Das kann auch weg. Da ist ein Bock, sehe ich gerade. Gut, dann muss hier noch was abgerissen werden wahrscheinlich und das noch mal neu verbunden werden. So, da hat er es wieder gemacht. Okay. Auf ein neues. So, ich glaube, jetzt hat es geklappt, oder? Ja. So, die fahren ja auch alle schön hin und her, oder? Ist das hier mit den Signalen gerade so richtig gewesen? Habe ich hier die richtigen Signale aufgebaut? Ich glaube, das sind alles falsche Signale, die ich da erwischt habe. Kann das sein? Alles Vorsignale. Voll dämlich, oder? Ah. Kann man die so austauschen? Ja, zum Glück. Obwohl, das mit dem Vorsignal, warte mal, in dieser Richtung ist das schon so richtig. Und das andere ist aber vielleicht ein Vorsignal gar nicht so verkehrt. Weil der holt sich jetzt das zweite frei. Dann blockiert keiner die Strecke wirklich, oder? Ist dem so? Gute Frage, ne? Okay, der macht jetzt frei. Ah, jetzt steht er drin. Also bringt das hier mit dem Vorsignal schon mal nichts. Nee, das bringt gerade was mit dem Vorsignal. Aber das ist wiederum ein Vorsignal, ne? Das heißt, hier darf kein Vorsignal stehen. Hier muss ein normales stehen. Und hier muss auch ein normales stehen. Dann fährt er dann nämlich da durch. Und jetzt haben wir hier nämlich ein Problem, dass das nicht klappt. Okay. Sehr krass. Sehr krass. Aktuellen Auftrag überspringen, er kann aber nicht weg. Super. Jetzt haben wir ein Problem. Kann der drehen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Jetzt ist die Frage, wie die da hinkommen, ne? Er will aber links und deswegen kann er da auch nicht hin. Das ist schon mal ganz schlecht. Warte mal, kriege ich den hier gedreht? Ja, der fährt zum Glück zurück. Er kommt schon wieder, das ist schlecht. Mal nochmal zurück. Und der hier muss auch nochmal. So, jetzt fährt er da rein, das ist schon mal gut. Ich glaube, jetzt haben wir es gerade so geschafft, ne? Gerade die Kurve gekriegt. Und er hier kann ruhig wieder geradeaus fahren jetzt. So, jetzt müssen wir ganz schnell gucken, dass wir hier die Signale klar kriegen. Das machen wir als ganz normales Signal, damit er reinfährt.
Mach das auch mal gerade ein normales Signal. Ah, jetzt stellen die hier sich. Hat gut geklappt, wa? Da macht's Sinn. Warum ist jetzt hier unten kein Vorankommen? Was ist jetzt schiefgelaufen? Oh, hier stehen sie immer noch überall. Wieso fährt hier niemand weiter? Warum steht der jetzt hier? Warum steht der da? Ach, da hinten steht auch noch einer. Und da sind zwei gerade gegeneinander. Ganz cool. Kriegen wir den gedreht? Wenn der weg ist, könnte es klappen, oder? Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall was tun, damit das klappt mit dem Durchfahren. Schwieriger Fall, ja. Gut. Okay. Dieses hier kann weg. Das braucht keiner mehr, weil die können ja jetzt da lang fahren. Hier hinten muss ein Signal hin. Normales Signal muss hier hin. So. Und hier muss das Signal weg. Dieses hier. Ich hoffe, die fahren jetzt alle wieder, ne? Ne, fahren sie nicht. Warum ist hier jetzt ein Bock, sehe ich gerade. Warum ist der da durchgefahren? Versteht jetzt hier keiner, oder? Jetzt sieht's gut aus, oder? Dieses hier kannst du erstmal knicken, ne? Das ist schon mal über. Ja, das kann so bleiben. Da muss ein Vorsignal schon mal sein. Weil der darf definitiv nicht in die Kreuzung fahren, während er hier zwar, ne, sonst steht er in der Kreuzung. Er muss den nächsten Bereich auch grün haben, sonst funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt gut ist, aber es sieht erstmal gut aus, ne? Es rollt hier auch alles. Mal gucken, ob es hier rechts auch noch rollt. Ja, sieht erstmal gut aus. Hier ist alles am Fahren. Ja. So, Vorsignal ist klar, damit das durchgeht. Also dieses... Fahren erst raus, wenn hier frei ist. Also das kann ruhig so bleiben, aber dieses hier macht mir gerade ein Problem, wo ich sage, aber die Strecken sind alle zu kurz dafür, ne? Also dieses hier darf, der braucht kein Vorsignal sein. Das kann hier definitiv ein normales Signal werden. Und das da hinten auch. Sind das alles normale Signale? Sieht so aus. Hier kann ruhig noch eins mehr hin. So. Ich würde jetzt... Schwierig, ja. Das, da sehen wir jetzt schon wieder das erste Problem, was wir haben, ne? Gut, das bedeutet, der muss jetzt gerade einmal zurückfahren. Ich hoffe, der fährt jetzt weiter. Macht er. Bam, das hat gut geklappt.
Ja, wird immer besser. Der kann nicht drehen. Ja, jetzt war es das sozusagen. Gut, das heißt, ins Depot, dann wird er entfernt. Oder? Ich hoffe, das war so. Tante Mimi hat mir das geschrieben. Es fährt aber schon der nächste da in den Weg rein. Aber da ist erstmal noch der unterwegs. Das geht also. Aber warum fährt der jetzt nicht weiter? Die Signale sind doch alle grün. Warte auf offenes Signal. Ach, weil er hier schon steht. Aha, das heißt, dazwischen müsste noch ein Signal, was aber wahrscheinlich nicht dahin passt, ne? Ne, das ist zu knapp. Dann war es das da. Das bedeutet, das hier hätte auch wieder so ein Vorsignal sein müssen. Allerdings bringt mir das nichts, weil der dann mit dem Schwanz hier hinten drin steht. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, geht das? Nee, geht nicht. Wäre es hiervon so gedacht? Nee. Da ist die Straße im Weg. So wird's gehen. Dann reiß mal das ab. Reiß auch das ab. Reiß das ab. Baue das normale Signal erstmal hier hin. Wieso geht das nicht? Okay. Sehr krass. Ich müsste jetzt gerade den einmal abreißen, damit der fährt, oder? Und wie weit kann der fahren? Bis hierhin eigentlich? Schafft er das? Oh. Jetzt habe ich da aus Versehen eingebaut, den ich nie bauen wollte. Zug hat sich verirrt. Der ist egal, dass er da fährt. Sind die alle hier oder was? Das ist wohl der, oder? Wie kriege ich das Problem jetzt gelöst, dass der da hinkommt, wo er hin will? Muss der da rein? Wende? Wer wendet denn jetzt hier? Ach, der wendet, okay. Jetzt fährt der raus, dann kann der vielleicht da reinfahren? Ja. Okay, wir sind einen kleinen Schritt weiter gedacht. So, der hier.
Das war der. Das war der. Das heißt, den hier habe ich noch gar nicht offen, oder? Ah, jetzt habe ich ihn offen. Und der kann nicht wenden. Wenn er nicht wenden kann, dann bedeutet das zum Depot, zum ausgewählten Depot schleppen. Und dann ist der auch erstmal weg. So. Dann machen wir mal einen Stopp hier jetzt gerade. Weil das funktioniert wieder mal gar nicht, ne? Lass mal gerade fahren, weil der Zug muss erstmal weg sein. So. So, jetzt nochmal das Gleis dahin gebaut. Und jetzt genau überlegt, was wir hier machen können. So, Signale richtig setzen jetzt. Da muss definitiv ein Vorsignal stehen, damit der sieht, dass das zweite frei ist. So. Das weg, damit er dahin kommt. So, der ist klar, kann dann da reinfahren, kommt dann da durchgefahren. Bis hierhin. Hier. Muss ein Vorsignal stehen. Hier muss ein Vorsignal stehen, ja. Und da auch. Der muss gucken, ob das frei ist und dann das auch noch gucken. Und hier. Oh. Die gucken, ob da frei ist. Vielleicht geht's so, ich weiß es nicht. Mal Pause raus und gucken mal, was passiert. Wahrscheinlich können wir gleich welche wieder ins Depot abschleppen. Der fährt schon mal durch. Das passt soweit. Hier muss auch ein Vorsignal sein, meines Erachtens. Dieser Bereich ist schlecht gebaut. Kann ich die Straße da verlegen? Kann die andere dann abreißen? Ja, ne? So, das hat geklappt. Und das heißt dann, wir können hier den Zug besser fahren lassen, hoffentlich. So, und dann gibt es noch ein Signal dahin. Ich glaube, jetzt könnte es klappen. Es ist kein Zug da, das ist unser Problem. Ja. Irgendwo stehen sie wieder sich gegenseitig im Weg, ne? Aber kein Schwein weiß wo. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder damit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.